I'm sitting at the bay, the sun is shining. Wanna ask for beer, the sun is shining. She won't disappear, the sun is shining, shining, shining. The sun is shining. So close your umbrella. Wenn jemand mit uns Renten vereinbart, die den Lebensstandard sichern und eigentlich in die Armut treiben, wenn jemand mit uns, um das alles zu finanzieren, die Reichen an der Finanzierung des Gemeinwohls beteiligt und wenn jemand mit uns Friedenspolitik macht, dann sind wir dabei. Dann sagen die Journalisten, aber Herr Rixinger, das wissen Sie doch ganz genau, darauf können die anderen gar nicht eingehen. Und dann sage ich, warum eigentlich nicht? Dann sage ich, ja, die Hürden, die Sie da legen, die sind doch viel zu hoch. Dann sage ich, nein, das sind doch Selbstverständlichkeiten. Muss es denn nicht selbstverständlich sein, dass in einem reichen Land Löhne bezahlt werden, von denen die Menschen leben können? Muss es denn nicht selbstverständlich sein, dass Menschen, die erwerbslos werden, nicht in die Armut geschickt werden und sich nackt ausziehen müssen von den Jobcentern? Muss es denn nicht selbstverständlich sein, wenn ich ein ganzes Leben lang gearbeitet habe, dass ich eine Rente kriege, die meinen Lebensstandard sichert und mich nicht in die Armut führt? Muss es denn nicht selbstverständlich sein, dass Reiche sich an der Finanzierung des Gemeinwohls beteiligen? Und war es nicht mal Gründungskonsens dieser Republik, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgeht? Und wenn das alles keine Selbstverständlichkeiten mehr sind, sondern zu hohe Hürden, dann hat sich offensichtlich in diesem Land was verändert. Und allein deshalb brauchen wir eine starke Linke, dass Selbstverständliches wieder selbstverständlich wird. Also ich finde, wir können ganz doll stolz darauf sein, dass die anderen Parteien inzwischen mehr oder weniger unser Programm abschreiben und sich auch zum Ziel gestellt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir nicht so selbstbewusst mit diesen Themen auch auftreten würden, wenn wir nicht so verlässlich wären in dieser Frage und damit natürlich auch eine ernste Gefahr für diese Parteien wären, könnten die das Wort sozial inzwischen gar nicht mehr buchstabieren, geschweige, dass sie das sich ins Wahlprogramm schreiben würden. Wenn Linke in politische Verantwortung kommen, ist das kein Schreckgespenst, sondern dann passiert tatsächlich in der Politik etwas in Richtung Verbesserung der Lebenssituation der Menschen. Ob das die Frage Vergabegesetz ist, wo wir das Thema Mindestlohn versucht haben zu gestalten. Oder ob das die Frage Kita-Ausstattung mit Personal und mit zusätzlichen Mitteln anbelangt. Oder ob das die Frage zusätzliche Lehrerstellen betrifft. Oder ob das die Frage betrifft des Nachtflugverbotes, also der tatsächlichen Durchsetzung auch eines Gerichtsurteils und damit Beschlusslage auch tatsächlich dann auf politischem Gebiet. Überall war die Linke die treibende Kraft mit gewesen und hat den Beweis dafür angetreten, wenn man uns wählt, führt es tatsächlich zu politischen Veränderungen. Ja, ich hätte das nie erwartet, was hier einem geboten wird. In Berlin habe ich das bisher noch nicht gesehen. Was hast du heute sonst kennengelernt? Naja, ich war in der Havelland-Klinik und das war schon beeindruckend, was hier so auf die Füße gestellt wird. Wie gesagt, ich habe gesagt, das mit dem Tarifvertrag gefällt mir nicht. Das wäre eigentlich besser, da wären alle drin. Aber sonst sehr beachtlich und ich fand auch die Debatte mit den Jugendlichen im Jugendclub richtig gut. Also man kann nicht sagen, dass die Jugend unpolitisch ist, sondern sie hat einiges an Fragen parat gehabt.